Grüße aus dem New Media Büro von mir. Wir gehen mal eben die Anwesenheitsliste durch. Ich, Name Severin, bin hier. Carsten ist nicht da. Soll uns aber nicht daran hindern, mal eben die Woche Revue passieren zu lassen oder zu resümieren. Nehmt das Wort, was euch am besten gefällt. Themen gab es gar viele in dieser Woche, aber vor allem gereizt haben mich 4 an der Zahl, 3 davon sind Sony-Themen. 2 davon geschrieben von Chef Zocker und 2 geschrieben von Professor Dr. 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 Magister Mörtel. Wir fangen an mit einem Thema, das am Montag auf unsere Seite kam, nämlich die PlayStation 2 wurde rund 150 Millionen Mal verkauft. Man muss es aufsplitten auf rund 10 Jahre verteilt. Das heißt, die PlayStation 2 ist ein bisschen jünger als Giga und wir wären trotzdem froh, wenn wir 150 Millionen User hätten. Aber wir sind auf dem besten Wege dorthin. Vielleicht. Wie gesagt, rund 150 Millionen Mal wurde die PS2 nun verkauft, im Verhältnis jetzt zur PS3, die natürlich wesentlich jünger ist, aber dennoch das wesentlich aktuellere System, die hat gerade mal 50 Millionen Einheiten verkauft und die PS2 wird immer noch stark nachgefragt, vor allem in Osteuropa, Südostasien, Südamerika und im Mittleren Osten geht die PS2 immer noch weg wie warme Semmeln. Und zu dem Thema gab es auch noch einen Kommentar von Alucard117. Sehr schön, Sony hat mit ihrer PlayStation 2 wirklich alles richtig gemacht. Diese sehr guten Zahlen hat Sony verdient. Leider können sie mit der PS3 nicht so punkten. Was vor allem daran liegt, um das Ganze, ich habe das glaube ich schon mal in den letzten Daily G's jeweils gesagt, die Preispolitik von Sony, es ist nachvollziehbar, dass ältere Geräte umso günstiger werden, weil sie günstiger zu produzieren sind, aber eine PS3 kann sich eben nicht jeder leisten. Etwas, was sich aber auch nicht jeder leisten kann, wird, und das ist eine News vom Donnerstag, das neue Sony PlayStation Tablet, richtig gehört, nach dem Xperia und dem NGP soll nun auch ein PlayStation Tablet auf den Markt kommen. Und zwar soll das ein 9,4 Zoll großes Display besitzen, Android 3.0 als Betriebssystem benutzen. Und ja, das Ganze soll im Dezember diesen Jahres noch rauskommen und für $599 über die Ladentheke gehen. Da fragt man sich, wie viel wird es wohl in Deutschland kosten? Wahrscheinlich auch 600 Euro. Mal eben 1:1 umgerechnet, obwohl das Umtauschverhältnis nicht 1:1 ist. Aber dennoch, man fragt sich, was Sony wirklich will mit der Produktlinie. Und genauso schreibt es auch der Schwermann in einem Comment. Zu viel, was will Sony nicht noch alles machen? NGP, Xperia und Tablet, so eine richtige Strategie steckt da wohl nicht dahinter. Für mich sind das Kurzschlussreaktionen. Sehe ich ganz genauso. Man möchte jetzt noch schnell auf den Zug aufspringen, der womöglich schon abgefahren ist, denn Apple hat ja mit dem iPad ziemlich viel abgegast und jetzt kommen noch andere Hersteller, wie mir fällt jetzt nur Samsung ein, die jetzt auch den Markt so ziemlich abgegrast haben. Und wenn man jetzt noch aufspringen möchte im September, dann noch mit einem Preis von rund $600, also da wird man wahrscheinlich nicht so eine große Kundschaft finden. Aber wenn sie wollen, kann man es ja machen. Noch ein Kommentar von Alucard117. Schwachsinn, ganz im Ernst, wer braucht sowas? Ich meine, die hauen jetzt die PSP 2 auf den Markt. Das Ding ist günstiger als eines dieser neuen Geräte. Sony übertreibt es meiner Ansicht nach langsam. Sie sollten sich lieber darauf konzentrieren, dass sie nicht viele Verluste ohne Ende einfahren. Überlegt mal bitte, ihr könnt wahrscheinlich alle Games für diese zwei Geräte, die für diese zwei Geräte kommen, auch auf der PSP 1 und PSP 2 spielen. Und vor allem, man wird auch sehr viele PS1-Klassiker auch auf diesem Tablet spielen können. Also auch das Gamer-Tablet, ob man es braucht, ob es nicht vielleicht dann doch eine zu große Konkurrenz gibt mit dem iPad. Man weiß es nicht. Eine Sache, an der Sony aber bestimmt nicht arbeitet, wenn man den Worten von Katz Hurari glauben darf, dann ist es die PS4. Denn die wurde mal wieder dementiert. Und ja, verständlicherweise, denn aus der PS3 holt man derzeit einiges raus. Nicht viele schaffen alles, nur wenige möchten an diese 100% rankommen. Und Hörnchenmeister hat dazu auch einen Comment geschrieben.
Alle drei, auch Sony, arbeiten an einer neuen Konsole. Das ist nur die übliche Verarsche, weil sonst die Verkaufszahlen der aktuellen Konsole zurückgehen würden. Sehe ich nicht so. Ich finde, gerade mit Move und Kinect haben ja gerade Sony und Microsoft versucht, die Lebensdauer der eigenen Konsole nochmal zu verlängern. Und ich finde, das schaffen sie auch. So, das ist soweit mein kurzes Statement. Und jetzt eine News, über die ich lachen musste. Und zwar, Warner hat ein neues Spiel angekündigt. Und wem von euch sagt der Name Tim Schäfer noch etwas? Jetzt rauchen bei einigen den Köpfen, vielleicht den etwas älteren unter euch. Ich gehöre wahrscheinlich zu den letzten Jahrgängen, die ihm noch was sagen. Außer vielleicht ich rufe den Namen Monkey Island noch mit in den Raum. Dann wissen alle, was gemeint ist und welche Person gemeint ist, nämlich einer der Autoren von Monkey Island, aber auch von Day of the Tentacle und was noch? Psychonauts. Jedenfalls der Tim Schäfer wurde angeheuert für ein Spiel von Warner Bros. Und zwar Sesame Street Once Upon a Monster. Ein Sesamstraßenspiel, geschrieben von Tim Schäfer. Ich kann es mir nur lustig vorstellen. Ich hoffe einfach mal, dass er auch wie in Monkey Island eigentlich das so gestrickt ist, dass es Kinder spielen können, aber auch Erwachsene ihren Humor dran finden. Ich glaube es zwar nicht, aber ich hoffe es. Jedenfalls gab es dazu auch noch einen Comment von BluffBluff03. Oh Mann, ich mag die Spiele von Tim Schäfer, wenn auch nicht so dolle wie manche anderer. Aber ich glaube, aus so etwas Kultigen wie der Sesamstraße kann man wirklich etwas Lustiges draus machen. Die Frage ist nur, ob es jetzt als Kinderspiel gedacht ist. Das ist es in der Tat. Aber wer weiß, vielleicht schafft ihr ja doch diesen Bogen zwischen Kinderhumor und dass Erwachsene auch was dran finden. So, das waren jetzt so rund 7 Minuten in etwa, wie ich euch die Woche zusammengefasst habe. In der nächsten Woche wird es wieder ein Video geben. Dann höchstwahrscheinlich wieder mit meinem Namen und dem Carlo drüben. Und ja, hoffen wir mal, dass es sich wieder blicken lässt. In diesem Sinne, ein schönes Wochenende oder wenn ihr das Video mitten in der Woche gesehen habt, eine schöne Woche. Bis dahin.